So, Leute, ich bin auf dem Weg zur Spielemesse in Essen und normalerweise berichte ich ja fast nur über Magic, aber da sind einige andere coole Sachen, die ihr heute hier auf dem Kanal sehen könnt, beziehungsweise hier auf Instagram. Ich werde das Video einfach verdoppeln. So, Leute, wie gerade auch schon im Intro gesagt, war ich auf der Spielemesse in Essen und ich habe auf Instagram nachgefragt, ob ihr ein Video dazu haben wollt. Die meisten haben ja gesagt, dementsprechend gucken wir mal ein bisschen rein. Das Wichtigste vorweg, es war unendlich voll. Heilige war das voll. Was ich sehr cool fand, war einfach, dass wir auch ein paar Leute aus der Community getroffen haben. Also ich habe sehr viele getroffen, die einfach zu mir kamen, sich bei mir bedankt haben, mit mir kurz geredet haben, geschnackt haben. So, hey, ich bin der und der und mach das und das. Und das war wirklich, wirklich cool. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an alle, die mich gesucht und gefunden haben. Wie immer ist dieses Video nur möglich durch meine Patrons. Vielen, vielen Dank an alle von euch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt doch mal auf Patreon vorbei. Ich habe so viele coole Shops getroffen. Ich habe mit dem Battle Bear geredet. JK war vor Ort. Gate2Games war vor Ort. Trader Online habe ich persönlich getroffen. Wir haben noch ein Bier zusammen getrunken. Und ja, bei den anderen Ständen muss ich sagen, war super, super krass. JK war mit zwei Ständen vor Ort, wo halt teilweise wirklich, wirklich günstige Sachen angeboten wurden. Hut ab dafür. Das war wirklich, wirklich krass cool, was da angeboten wurde. Und mit dem Battle Bear zu quatschen war halt wirklich cool. Ich mag den Store total. Ich habe ja damals euch schon mal ein paar Stories auch gemacht, als ich beim Bären war in Kaiserslautern schon mal für so ein kleines Turnierchen, für so ein Modern. Es war ein Modern FNM. Großartiges FNM. Super, super coole Leute. Super coole Atmosphäre. Sehr, sehr cool. Wenn ihr in Kaiserslautern seid, schaut da mal rein. Genauso war ich bei Gate to the Games. Gate to the Games tatsächlich schon sehr lange am Markt, habe ich das Gefühl. Zumindest kenne ich den Namen schon sehr lange. Und die haben ihr eigenes Kartenspiel mitgebracht. Ein Kartenspiel, was die im Laden entwickelt haben. Das war der Wahnsinn. Ich würde so gerne ein Video darüber mit euch machen. Ich habe leider nur keine Karten kaufen können, weil es die noch nicht gibt. Aber wenn es die Karten gibt, komme ich auf jeden Fall irgendwie, versuche ich da dran zu kommen, um euch dieses Spiel zu zeigen, um euch das zu zeigen. Es war wirklich, wirklich, wirklich cool. Dementsprechend habe ich da richtig Bock drauf. Ja, ansonsten Produkthersteller, gerade für die Kartenspieler unter euch, Ultra Pro war da, Jamjanic war da, Dragon Shield war da, Playmats.eu war da. Von Playmats.eu habe ich mir auch eine Playmat gekauft, die ihr hier seht. Sehr, sehr, sehr hübsches Teil. Bei Ultra Pro durfte ich die neuen Apex Sleeves testen. Und ich habe schon gesagt und mit denen geredet, ich will darüber ein Video machen. Ich werde davon hoffentlich mal ein paar Samples bekommen, um die euch zu zeigen. Und ja, Wahnsinn. Wahnsinnig gutes Sleeves von Ultra Pro. Ich war total überrascht. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, ein bisschen traurig gemacht hat, war die Dragon Shield Lüge. Dragon Shield, kennt ihr mich ja, habe ich ja schon öfter mit zusammengearbeitet, ist eigentlich eine ziemlich gute Marke, sehr nette Marke. Die hatten Sleeves, die sie extra für die Gamescom gemacht haben, beziehungsweise für Events 2024. Und die sagten halt vom Store, hey, wir haben noch irgendwie 3 oder 4 Packs davon, dann war es das. Die 3 oder 4 Packs haben erstaunlicherweise mindestens 2 Tage gehalten. Das war einfach eine dreiste Marketinglüge und sowas bin ich von den Großen der Industrie leider nicht gewohnt, dass so eine harte Marketinglüge rauskommt. Das hat mich ein bisschen geschockt, fand ich ein bisschen scheiße, bin ich ehrlich. Ähnlich traurig hat mich gemacht, dass ich versucht habe, bei Jamjanic noch irgendwie einen Termin zu bekommen, mit denen zu reden oder halt irgendwie da an höhere Personen ranzukommen, um mit denen mal zu quatschen. Aber auch das war nicht möglich. Die waren halt voll ausgebucht mit Terminen und was nicht alles. Durch ihre Kooperation mit Star Wars, die sie jetzt machen für das neue Star Wars Kartenspiel. Wo ihr übrigens, wenn ihr Informationen haben wollt, auch gerne bei der Spielemesse Essen mal vorbeischauen könnt. Also auf der Webseite. Da gibt es auch Informationen zu. Und dieses Spiel wird auch einschlagen wie eine Bombe, glaube ich. Und Jamjanic ist da ganz vorne dabei und macht jetzt schon Merchandise praktisch dafür, beziehungsweise halt Deckboxen dafür und so weiter. Dementsprechend waren die halt anderweitig beschäftigt, was vollkommen okay war. Generell war ich einfach erstaunt, wie viele Leute da waren, die ich auch kannte. Also ich habe Freunde und Kollegen wie Julian, Dani, Malcolm, Bruno, Robin und viele mehr getroffen. Das war wirklich cool, einfach da Leute mal zu sehen und zu treffen. So Leute, ich bin auf dem Weg, Tag 2. Ich wollte gerade Gamescom sagen, das ist die Spielemesse in Essen. Heute treffe ich auch noch einen guten Robin. Ich habe noch ein paar andere Termine und heute packe ich ein bisschen mehr die Kamera aus. Gestern war ich ein bisschen mehr privat unterwegs und habe mir das Debakel bei Lorcana angeguckt. Und ja, guck mal, was wir heute so angucken können. Und ja, wenn ihr mich seht, wie gesagt, sprecht mich an, macht Bilder mit mir, lasst mir was unterschreiben. Ist gar kein Problem, habe ich alles mit. Und ja, bis gleich.
Aber wie gesagt, es war ultra voll. Lorcaner war ein reines Desaster. Ich habe es auch gerade schon in der Story nochmal gesagt für Day 2. Das Desaster bei Lorcaner war einfach, sie haben Schilder hochgehalten mit bitte nicht mehr anstellen, wir schaffen es sowieso nicht mehr. Es war am ersten Tag, der halbe Tag war ausverkauft. Dann haben sie irgendwann Halle 7 geöffnet, damit die Schlange des Lorcaner-Stands nicht mehr in Halle 6 komplett ist, sondern durch Halle 7 subventioniert wird. Und ihr seht hier die Schlange. Und das war morgens um kurz nach 10. Da kommen noch mehr Leute hinzu. Das war wirklich Wahnsinn, wie lange die Leute da angestanden haben für eine Donald-Promo. Und generell mal die Möglichkeit, Lorcaner zu kaufen. Das war krass. Yugi war riesig, Pokémon war riesig, Magic nicht. Magic hatte so drei kleine Tische und so einen kleinen Stand von Hasbro. War irgendwo mit dabei, fand ich sehr schade. Keine Player Area, nix. Die drei Tische waren meiste Zeit verwaist. Da war niemand, der dir das Spiel wirklich erklärt hat. Außer vielleicht ein, zweimal so ein kleiner Hobbit, der dir was erklärt hat. Aber ansonsten war da niemand. Es war wirklich leer. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Selbst sowas wie Flesh and Blood oder One Piece oder andere Kartenspiele hatten ja nur wenig Platz. Muss aber sagen, die haben die geiler gelöst als das, was Magic gemacht hat. Magic war wirklich abfuck dieses Mal. Dafür habe ich ganz wunderbare Figuren von einem Händler gekauft, von Kamigawa damals noch. Die seht ihr jetzt hier auch langsam einsliden und outsliden. Sehr, sehr coole Sachen von Aiden Half-Tales, Kodama of the North Tree und Kiki Jiki. Ja, ansonsten, was habe ich noch gesehen? So eher so an Brettspielen. Japani Games war da, das sind richtig coole Dudes. Die haben ein richtig cooles Spiel. Shoutout auf jeden Fall an die Jungs und Medals. Die haben Kamigami Battles und andere Sachen. Wirklich coole, fast schon klassische Sachen. Und die hatten dieses Mal so ein Sushi-Boot dabei. Das ist so ein Sushi-Spiel, das haben wir auch gespielt. Sehr, sehr coole, sehr nette Dudes. Wirklich sehr, 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 sehr cool. Guckt da auf jeden Fall auch mal auf der Webseite vorbei. Das Video ist von keinem von denen gesponsert, keine Sorge. Aber ja, macht das trotzdem. Among Cultures hätte ich gern gespielt. Die Jungs waren aber so hart überrannt, die waren komplett fertig. Ich liebe die Jungs von Godot, ihr wisst das. Und das sind wirklich ein paar der coolsten Dudes, die ich kenne. Und es tat mir so weh, die so leiden zu sehen. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, wenn die aus diesem Modus einmal rauskommen, sind die das hart am Feiern, was da abgegangen ist. Und das gönne ich denen so, so hart. So, so cool. Ich habe das Spiel dann mitgenommen, ohne es vorher zu spielen. Und ja, werde es jetzt die Tage mal austesten. Mal gucken, wie das so ist. Dann habe ich noch einen geilen Metstand gefunden mit einem Adventskalender und was nicht alles. Da könnt ihr auch bei der Metbarbe mal vorbeischauen. Sehr, sehr cooler Metstand war das. Und ja, das war ganz nett. Und ja, ansonsten, ich habe noch, wie gesagt, ein bisschen Loot mitgebracht. Figuren, Playmates, Leaves, Among Cultists. Und am Ende der Zeit muss ich sagen, ich war 2 Tage da. 2 Tage waren wirklich nötig, aber auch vollkommen ausreichend. Es war so überfüllt, es war nicht schön teilweise. 80% der Messe ist mittlerweile auf Englisch. Also wenn ihr deutsche Spiele sucht, bitte geht nicht mehr auf die Spielemesse. Das ist fast nicht mehr vorhanden. Und ja, an sich, es war eine coole Erfahrung. Ich habe super viele Leute getroffen. Ich habe sehr, sehr wichtige Kontakte wieder knüpfen können, wie immer auf solchen Messen. Deshalb gehe ich auf solche Messen und so ein bisschen auch in die Community zu sehen, weil ihr seid, wie gesagt, auf mich zugekommen, habt mit mir gequatscht. Das sind halt coole Sachen. Aber ansonsten, als Privatperson würde ich eigentlich schon fast nicht mehr auf die Messe gehen. Was ein bisschen schade ist, weil es war früher mal eine richtig coole Messe. Mittlerweile ist sie halt schlimmer als die Gamescom für mich. Und ja. Ich freue mich über alle, die ich getroffen habe, über meinen Loot so ein bisschen und hoffe, ihr habt Spaß am Video gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne den Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren, guckt bei allen Leuten vorbei, die ich da erwähnt habe. Ich habe die fast alle in der Videobeschreibung markiert und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.